ihr mal in China seid, müsst ihr unbedingt mal nach Tianmen. Dafür fahrt ihr erstmal mit dem 7 Kilometer langen Lift in die Berge. Und der Moment ist gekommen, dass ich sagen kann, ich traue meinen eigenen Schlitzaugen nicht. Ich gebe euch 2 Sekunden, um das zu genießen. Es ist nicht zu fassen, wie schön die Berglandschaften in China sind. Oben angekommen kann man um die Berge wandern. Jede Ecke hat man einfach eine ganz andere Aussicht nach unten. 2 Stunden später stand ich einfach mitten in einer Wolke. Das war so weird für mich. Und dabei stand ich einfach auf so einer Glasbrücke. Es hat sich for real wie so ein Traum angefühlt. Vorhin habt ihr in diesem Clip ja ein Loch in diesem Felsen gesehen. Und genau da bin ich. Seht ihr einfach, wie einfach die Wolke durch dieses Loch kommt? Das ist einfach Wahnsinn. Nicht zu vergessen, auch das chinesische Essen ist super vielfältig. Gefühlt gibt es in jeder Stadt einfach ganz anderes Essen. Falls euch auch kulturelle Geschichten interessieren, gibt es davon reichlich. Wir waren nämlich in einer Stadt, wo eine ethnische Minderheit lebt. Und auch hier sehen die Landschaften aus wie gemalt. Auch wenn die Landschaften total faszinierend aussehen, gibt es hier leider genug Touristen, um diese Landschaften komplett zu verschmutzen. Mich hat es schon ziemlich geärgert, wie sie einfach den Müll auf den Boden geschmissen haben. Nun ja, weiter zu dem Abendprogramm. Dieser Stadtbereich von Guilin ist einer der beliebtesten, weil sie abends richtig schön aussieht. Morgen geht's wieder in die Heimatstadt von meiner Mama und deswegen gute Nacht.